Otto Pine ist ein Künstler, der ja schon sehr früh unterwegs war, 28 geboren, in München ausgebildet als Maler und dann ist er nach Düsseldorf gegangen und hat da eigentlich seine ersten Schritte unternommen und hat sich recht bald von der Malerei abgewandt und ja auch die Gruppe Zero gegründet, um wieder einen neuen Nullpunkt auszurufen, um eigentlich eine neue Welt für die Kunst zu erschließen. Die Ausstellung ist sozusagen der Anfang für dieses Festival, kann man ja fast sagen, Otto Pine More Sky, was wir hier in Berlin machen, an zwei Orten mit drei Projekten. Und hier in der Kunsthalle beginnt es tatsächlich mit den Zeichnungen von 1952, in der er bereits die Vision hatte, Menschen in die Luft aufsteigen zu lassen. Wunderbare visionäre Entwürfe, die bereits zeigen, was für Vorstellungen er auch letztlich hatte von einer Entgrenzung und einem in die Luft gehen und in den Himmel aufsteigen, was er dann später mit seinen Projekten durchgeführt hat. Der Himmel ist ja im Krieg verdorben und war eigentlich der verschmutzte Himmel und der gefährliche Himmel und der Himmel voller Explosionen. More Sky heißt auch ein Himmel, der so rein ist wie Grimms Märchen, ja. Der Himmel der Sterntaler. Zeitgenössische Kunst bedeutet ja nicht automatisch, dass es sich um junge oder jüngere Künstler handelt, sondern dass uns die Kunst noch etwas sagt, dass sie zeitgenössisch ist. Und das kann ich aus meiner Sicht, aus voller Überzeugung sagen, die Werke von Otto Pine sind zeitgenössisch. Wenn man in dem Lichtraum ist zum Beispiel, ist das eine absolut, wirkt es wie eine absolut aktuelle, gerade erst entstandene Arbeit. Und auch etliche von den großen Gemälden haben nichts von ihrer Frische verloren. Also es ist sehr authentisch, ist sehr präsent und man könnte sagen, die Werke waren teilweise sicherlich auch ihrer Zeit voraus. Neben der Ausstellung hier in der Deutschen Bank Kunsthalle gibt es auch den anderen großen Spielort der neuen Nationalgalerie. Dort zeigen wir die Dia-Arbeit The Proliferation of the Sun. Eine wirklich tolle Dia-Projektion, die auch lange nicht mehr zu sehen war und die wir für diese Architektur von Mies van der Rohe reinszeniert haben. Projectionists, please turn on projectors. Please turn on projectors now. Eigentlich hat sie Otto Pine in einem relativ kleinen Blackgate Theater in New York konzipiert. Alles geht zurück auf das Dia-Karussell, das damals wirklich zum ersten Mal ermöglichte, Bilder im schnellen Wechsel und vor allem permanent zu zeigen. Die neuen Nationalgalerie ist auch der Ort, wo dann am Samstag zwei große Sterne über das Museum steigen. Es zeigt sich eine große Vielfalt, auch eine Experimentierfreude des Künstlers, die ja bis heute sich fortsetzt, aber auf der anderen Seite auch eine klare Linie, eine Entwicklung, die sich sehr konsequent, sehr nachvollziehbar durch sein Œuvre verfolgen lässt. Die Bewegung ist ja etwas, was also bei mir und bei Zero eine große Rolle spielt. Und die Bewegung ist ja, kommt ja in diversen Formen und ist eine Folge von Energie und ist eine wichtige Äußerung der Energie. Und das ist einfach faszinierend zu sehen, wie Menschen neu gebaut werden, dadurch, dass sie ihre eigene Energie erneuern. Und das ist eine der Rollen der Kunst.